Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei Dying Light. Ja, wir befinden uns hier gerade auf dem Dach des Turms. Hier ist wieder einiges los. Eine Etage ist komplett im Arsch, weil da sich jemand verwandelt hat und alle anderen abgestattet hat, so wie es scheint. Der Raim, der will ein Nest in die Luft sprengen. Die Jade hat auch irgendwas vor, will den Rais beklauen. Der Bracken, der zweifelt an an seinen Qualitäten als Anführer. Und wir haben noch eine ganze Menge Nebenmissionen am Arsch. Konnte auch ein bisschen was abgeben. Und ich gucke mal, da ist ja der kleine Raim. Ja, ich gucke mal, wie wir hier weiter verfahren. Ich frage, was mit der Karte los ist. Ja, ich muss erstmal rausgehen. Genau, die Jade will ich an irgendeinem Waggon treffen und ja, wir gehen erstmal raus, würde ich sagen, und dann schauen wir mal weiter, wie wir mit den Missionen hier weitermachen. Oder was dann die klügste Route ist. Ach, guck mal hier. Den Typen haben wir doch dieses Buch gegeben hier. Gärtnerbuch, ne? Und hat seine Brille auch noch auf. Ja, wie lustig. Ja, cool, dass sie das mit eingebaut haben. So. Bin ich einmal wie ein Idiot hier noch um den Block gelaufen, ne? Ja, Tatsache. Da ist die Tür. Ja. Gut, so haben wir wenigstens den kleinen Hobbygärtner nochmal sehen können. So, einmal runter, dann geht's noch zu den Aufzügen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ganz genau. Jade weiß, wo wir mir Antizin herbekommen. Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen. So sieht das aus. Ach genau, der Typ ist, der wollte auch irgendwas von mir. Ja, alle wollen sie wieder was, ne? Hast du bemerkt, dass die Kommunikation? Das ist so ein Basie für uns. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Und ich würde Pfeile. Ich frage mich, wofür die gut sind. Wahrscheinlich so eine Armbrust, ne? Interessant. Interessant. Medikit, genau, das wollte ich erstellen. Ich denke auch mal, also wir machen ein paar Nebenmissionen weiter. Weil ich finde die ganz ehrlich nach wie vor sehr unterhaltsam. Sagt die Uhrzeit, 13 Uhr, das passt. So, dann gucken wir jetzt mal auf die Karte, oder? Genau. Genau. Also hier haben wir was. Das ist die Jade, das ist in der Nähe vom Rais hier. Okay, zu Ryan, okay, dann können wir das später mal abklappern. Das ist der Christoph-Typus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in diese Richtung. Gucken wir mal, wie das da oben. Was ist da? Okay. Schwierige Mission, interessant. Haben wir was auf dieser Brücke? Der Mann mit der Maske. Ah, genau, der Mann mit der Maske. Das können wir direkt mal machen. Christoph Scheinwerfer. Gut, genauso machen wir weiter. Gehen erstmal hier hin. Gucken wir, was es da gibt. Vielleicht holen wir diese Kamera. Wir checken mal diese Brücke ab und gucken mal, wie es da ausschaut. Ganz ehrlich, so wirklich Bock habe ich da eigentlich nicht drauf, ne? Also, naja. So, wo geht's denn hin? 300 Meter in diese Richtung. Alles klar. Suchen wir direkt mal ohne große Umwege mal zu bewerkstelligen. Komm, den nehmen wir noch mit.
Und ich bin auch immer wieder geneigt, vielleicht offscreen ein bisschen zu leveln. Also gerade diese Parkour-Leiste, die geht nur sehr, sehr langsam rauf. Ich meine, klar, wir klettern immer hier und da noch, aber wir machen ja keine... Oh shit, was war das denn? Das ist Kackvieh, ey. Oh, Mull. Nice. Das hat ja echt mal gelohnt. So, und weil wir davon echt gerade nicht genug haben können, so. Direkt mal noch zwei Medikits. Mit Alkohol haben wir ja zum Glück en masse, also es daran scheitert es auf jeden Fall nicht. Wo ist denn die Scheiße jetzt hier? Okay, also immer nur geradeaus weiter. Alles klar. Zack. Na komm. Wir sammeln sich schon wieder die ganzen Zombies, ne? Was war das? Das hab ich auch gerade gefragt. Was war das? Wer schreit denn hier rum? Ich kann es nicht erkennen. Also geht's weiter. Ich geh durch den Tunnel durch? Ja, Tatsache. Ich einfach hier. Ah komm, wir gehen durch den Tunnel durch. Was soll's? Glücklicherweise können wir hier einfach oder auch nicht so einfach durch. Sagen wir mal, ist nicht so gut gelaufen. Katie, sie hat mir erzählt, sie sei noch Jungfrau. Mir auch. Ach, nice. Bei jedem verfickten Mal. Typisch. Für zwei Minuten im Himmel. Ich habe ein Sonderangebot. Na, aber das war sogar eine Abkürzung, Mensch. Ja. Wer hat alles einen Schlüssel für das Tor? Nur ein paar. Tom, Gürsel oder Musa. Danke. So, der Tom, der Gürsel und der Musa, ja. Wer bist du? Keine Ahnung. So, ist nach oben wahrscheinlich, ne? Zum Gürsel. Blöd, wo sind denn diese Leute hier? Was ist das hier? Auf jeden Fall keine wichtige Person. Handeln, okay. Machen wir doch Platz. Nee, Premiumwurf, Sterne kannst du behalten. Pistole, Munition, warum nicht? Ja, hier ist also
Bin ich blöd? Hier oben scheint irgendwas zu sein. Und da kann ich mit keinem quatschen. Hier ist doch keiner. Er zeigt ja ganz klar hier jetzt auf dieses Haus, ne? Aber ist nur der Typ. Oh, okay. Eine neue Art Medikit herzustellen. Das gefällt mir sehr gut. Gemeine Pflanze brauchen wir da, okay. Ja, es tut mir leid, aber irgendwie bin ich hier gerade zu blöd um diese Kackmission. Jetzt verschwinden diese. Ach, ich soll diese Behausung durchsuchen. Ach. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? So war das. Oh Gott, wie bescheuert. So, dann untersuchen wir mal das Haus von Gürzel. Interessant. Sprechen Sie mit Gürzel. Wo ist denn der Gürzel? Da ist er doch. Was kann ich für dich tun, Crane? Du hast das Tor sabotiert, Gürzel, und die Infizierten ins Dorf gelassen. Ich? Das war der Irre mit der Maske. Die Wache hat ihn gesehen. Aber jemand anderes hat dich gesehen. Was? Wer behauptet das? Sag's mir. Außerdem lag diese Maske in deiner Hütte. Was blieb mir anderes übrig? Das Dorf wollte kein Schutzgeld an Reis zahlen. Und er wurde ungeduldig. Deswegen hat er ja auch dich geschickt, oder? Deswegen riskierst du das Leben der Leute hier? Sie mussten erkennen, dass wir Reis Schutz brauchen. Es hat funktioniert. Warum regst du dich also so auf? Weil Musa jetzt den Gasmaskenmann erledigen will. Wo ist das Problem? Sorg dafür, dass das nicht passiert. Oder es wird bekannt, wer es wirklich war. Wir verstehen uns? Tun wir. Wir sprechen mit Musa und den Wachen. Oh, das Kärchen. Jetzt kommt der Musa. Okay, es wird keinen Ärger mehr mit dem Gasmaskenmann geben. Hast du ihn erledigt? Nein, das war nicht nötig. Nach seiner Aktion? Es mag dir nicht gefallen, aber Mord ist immer noch kein Kavaliersdelikt. Falls du das anders siehst, hast du ein Problem mit mir. Kein Problem, Chef. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin sonst ganz harmlos. Danke fürs Kümmern. Wunderbar, was auch erledigt, Mensch. Dann gab es doch hier auch noch so eine Quest, oder? Hier hinten. Was ist das hier für ein Pokal? Ja, keine Ahnung. Hier, also da gibt es mehrere Quests, gibt's hier. Die Walkie-Talkies funktionieren auf einmal viel besser. Aber warum? Gucken wir doch mal. So, hier ist einer. Ah, okay, ich verstehe. Sophias Heilungsrezept, das klingt sehr interessant. Sammeln Sie Algen im See, okay. Fernglas, okay, so ein Fernglas. Hier ist auch noch was, okay. Oh, das sind aber echt schon sehr viele Nebenmissionen, oder?
Was ist denn los? Harun, dieser furchtbare Unmensch. Er hat meine Schwester vertrieben. Aida ist Witwe mit 2 Kindern, Jasmina und Jamil. Sie sind unter dem Zaun durch, um ihre Mutter zu finden. Jasmina ist gestern zurückgekommen. Aber Aida und Jamil sind noch da draußen. Bitte, könntest du meine Schwester und meinen Neffen zurückbringen? Ich werde es versuchen. Wo ist das Mädchen? Sie versteckt sich in meinem Haus vor Harun. Sie hat Angst, er wirft sie auch raus. Vielleicht rede ich mal mit Harun. Alles klar. Einfach das Schloss knacken, auch nicht schlecht. Sehr gut. Crane weiß ich zu helfen. Richtiger MacGyver. Oder auch nicht. Ja, wo ist er denn? Hm? Da ist doch nichts. Hä? Da soll doch jemand drin sein, oder? Finde ich das blöd. Er ist nicht da. Oh, dann solltest du ihn suchen. Ja, ja. Was ich nicht so alles soll, ne? Die sind ja lustig hier. Okay, ist noch eine Ja, meine Fresse. Okay. Was hier am schwarzen Brett? Giftkräuter, alles klar. Bla, Mitternachtskraut, bla. Muss mal die Questreihe hier an. Puff. Okay, was ist das denn? Finden Sie Harun? Harun, ah, okay. Gut, dann machen wir es doch mal, wenn wir schon gerade hier sind. So, finden Sie Harun, ja, Harun. Der Harun, wo ist er denn? Weißt du, wo Harun ist? Den habe ich vorhin gesehen. Er hat Görsel gesagt, wir sollten Tigerfallen ums Dorf herum auslegen. Ich halte das eher für unklug. Mhm. Was du nicht sagst, Junge. Was du nicht sagst. Hier drin können wir auch fragen, oder? Hier unten können wir fragen. Ich suche nach Harun. Harun? Der Typ ist echt eine Plage. Wenn du ihn siehst, könntest du ihn dann in ein Loch schubsen. Welcher riesiger Beliebtheit, dieser Harun. Ich muss Harun finden. Niemand mag Harun. Aber ehrlich gesagt ist er der Einzige, der weiß, was getan werden muss. Man kann nicht gleichzeitig tough und beliebt sein. Die Netten gehen immer leer aus, verstehst du? Sehe ich ein bisschen anders. Jasmina? Ich will deiner Mama helfen. Sprichst du mit mir? Sie ist in Gefahr. Ich muss sie finden. Sie ist weg. Sie wurde gebissen. Harun sagt, wer gebissen wird, kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie an einen Ort, wo es Medizin gibt. Dort wird man sie nicht wegschicken. Kannst du mir sagen, was dir und deinem Bruder zugestoßen ist? Jamil und ich sind unter dem Zaun durch, um Mama zu suchen. Wir haben sie bei den Häusern hinter dem Tunnel gefunden. Da war ein Beißer. Er hat mich gebissen. Mama hat ihm auf den Kopf gehauen. Er hat dich gebissen? Nur ganz leicht. Ich habe mich gewehrt. Und deine Mama? Sie hat uns in ein Haus geführt und ist dann los Medizin suchen. Als sie wieder da war, hat sie Jamil gesagt, er soll dort warten. Und dann hat sie mich zu diesem Mann gebracht. Hat er dir Medizin gegeben? Ja. Er hat gesagt, dass wir noch mehr brauchen. Aber ich und Mama könnten im Keller bleiben, als seine Püppchen. Ich weiß nicht, was das heißt, aber Mama hatte Angst. Sie hat ihn gehauen und gesagt, ich soll weglaufen. Ist schon gut, Jasmina. Ich werde sie finden. Wo lebt dieser Mann? Weiß nicht genau. Es ist ein Haus mit Hämmern
und Äxten. Und wo ist dein Bruder? Jamil versteckt sich in dem Haus. Mit den roten Blumen. Du bist sehr mutig, aber du musst noch ein wenig hierbleiben. Halt dich von Harun fern, bis ich zurück bin, ja? Würdest du wirklich Mama und meinen Bruder finden? Auf jeden Fall. Dankeschön. Da kümmern wir uns auf jeden Fall drum. Irgend so ein Perverser will ich als Hübschchen da behalten, ne? Wo finde ich Harun? Vermutlich unter der Brücke. Da wohnen die meisten Trolle. Frisst wohl gerade Fischköpfe. Alles klar. Da gucken wir mal. Okay, unter der Brücke. Interessant. Ist ja direkt in der Nähe hier. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich gucke mal gerade, wo die Algen sind. Die Algen, ne. Wasseralge, okay. Unterwasseralge. Also die sind hier irgendwo verteilt. Ist hier vorne. Ah, gucken wir mal, ne. Ja, aber diese Mission, die würde ich schon doch gerne erledigen. Oder vielmehr den Harun erledigen. Biskop. Das Funksignal ist stärker als jemals zuvor. So, da kommen wir rüber, oder? Sind ich auch irgendwo Algen? Nee, ne? Nein. Ja, zu schön. Schauen wir doch mal, ob wir nicht auf das Boot hier drauf können. Ja, genau. Hierhin. Perfekt. Da, der Basis ist parat. Harun. Hey, ich bin beschäftigt. Wieso hast du diese Frau aus dem Dorf vertrieben? Aida? Die ist infiziert. Kein Infizierter darf im Dorf bleiben. Will Gersel das so? Manche Leute wollen keine schwierigen Entscheidungen treffen. Ich tu's. Wenn Aida lieber hier geblieben wäre, hätte sie sich eben nicht beißen lassen dürfen. Pech gehabt. Sayonara. Was ist mit den Kindern? Was soll mit denen sein? Hier gibt's kein Antizin. Ich hab ihnen Gefallen getan. Damit sie nicht zusehen müssen, wie wir ihre Mutter zerstückeln, wenn sie zum Zombie wird. Du wirst mir gerade unsympathisch. Hey, ich will keinen Ärger. Siehst ganz in Ordnung aus. Und schönen Tag noch, ja? Und jetzt verpiss dich! Was? Ich hab mir überhaupt nichts vorzuwerfen. Das ist ganz schön frech, der Kollege, ne? So. Winsers Haus in roten Blumen. Okay, ist hier ist das, ja. Ich würde sagen, ist das hier? Da ist eine Wohnung vor sich. Geht. Ey, meine Fresse. Er hört ja gar nicht mehr auf hier. Ich guck mal, ob ich jetzt auf die Brücke hochkomme. Nee, kann man vergessen. Da muss ich irgendwie einen anderen Weg suchen. Geht's irgendwie hoch, ne? Sonst. Okay. Ah, okay, ist aber abgeschlossen. Schade. Ach, interessant. Jetzt geht's auf diese Brücke hoch, oder was? Wenn ich nicht vorher sterbe. Was habe ich mir hier angetan? So, eine ätzende Kletterpartie. Na, jetzt sind wir schon auf halbem Weg, ne? So, geht's hier weiter, ne? Ja. Nein, Junge! Ist nicht dein Ernst! Oh.
Na gut, komm, scheiß drauf. Die Eier. Ich könnte mich irren, aber ich habe das Gefühl, dass die Zombies echt stärker geworden sind. Unsere Waffen werden ja stetig besser. Aber die scheine ich echt anzupassen. Ne? So, also diese Mission hier mit dem Mädel und so möchte ich auf jeden Fall erledigen. Aber den anderen, ich guck mal. Ich glaube, so die Sache mit den Algen lasse ich jetzt zum Beispiel weg. Also blöd rumzutauchen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, genau, hier war auch noch was, ne? So, jetzt wo wir gerade noch hier oben sind, checken wir das mal gerade ab. Weg. Hier scheint irgendwas los zu sein. Komm, kletter doch hoch, Junge. Der stellt sich manchmal an. Ist ja der Wahnsinn. So. Interessant. Ein Ball, das ist gar nicht mal so verkehrt. Hoch? Na ne, komm, gehen wir erstmal hier rüber. So, schauen wir doch mal. Ah ja, genau. Hier kommen wir doch rein, oder? Schön Lärm gemacht, wunderbar. So, was gibt es denn hier Feines? Also Plastikteil. Ist ja weniger aufregend. Was ist jetzt hier los? Okay, geht weiter nach unten. Auch interessant. Wird das hier so ein neuer Safe Room oder? Möglich, ne? Ein bisschen Küchenkram. Nehmen wir mit, hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Hey da drin, aufmachen! Wer sind Sie? Brain vom Turm. Ich habe eine Frau schreien hören. Ja, meine Frau. Sie kriegt ein Kind. Ach Mist. Kann ich irgendwas tun? Wir brauchen Alkohol. Zum Desinfizieren. Bitte. Alkohol? Ja, haben wir doch, oder? Hey, ich hab Alkohol. Danke, das können wir gut gebrauchen. Mehr hast du nicht gefunden? Das reicht nicht wirklich. Ich kann meine Frau jetzt echt nicht allein lassen. Mal sehen, ob ich noch was finde. Ja. Ich hab ja genug Alkohol, oder? Hey, ich bin's, Crane. Ich hab noch welchen. Ja, toll. Das Zeug geht nämlich weg wie nix. Aber ist das alles? Es ist fast genug, aber nicht ganz. Ihr müsst ja eine Menge Mikroben haben. Wegen der Seuche muss alles sauber sein. Lupen rein. Mein Neugeborenes soll sich ja nicht anstecken. Wir brauchen unbedingt mehr Alkohol. Die Krankheit wird durch einen Biss übertragen, der...
Ja, ich fühle mich leicht verarscht. Komm. Hey, ich hab den Alkohol. Alles okay da drin? Hast du noch was? Ja, hier. Ja, danke. Tschüss. Ich könnte es gut sein lassen, aber nee. Nee, aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Wir versaufen unser Häuschen. Natürlich. Ja, komm, Scheiße. Ja, gehen wir wieder raus. Oh mein Gott. Ja gut, ich würde sagen, mit diesem lustigen Trupp beenden wir auch mal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Ja, wir schauen mal, wie wir weiter verfahren. Also diese Mission, nee, Mission machen wir auf jeden Fall fertig und dann vielleicht ein bisschen sondieren und gucken, was ich davon machen werde und was nicht. Das ist mit dieser Brücke, das reizt mich nicht unbedingt. Also mit Brücke der Schande scheint ja voller Zombies zu sein und ach, ich glaube, das wird echt so ein Gekrampfe und dafür sind wir irgendwie nicht stark genug, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch keinen Bock, tausendmal zu sterben, so wie bei der Kletteraktion da hoch. Muss alles nicht sein, aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Also das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, macht es gut und ciao!